Denkst du an die DTM, denkst du an René Rast, zweimaliger Champion. Michael Niemers, noch ungeschlagen nach 6 Rennen der neuen RCCO eSport Series. Er gilt als einer der besten Modellbauer Deutschlands. Niemers Racecars aus Biebesheim am Rhein. Es ist jedoch nicht nur Design. Ich bin früher Radrennen gefahren und habe dann irgendwie über das Fernsehen die Leidenschaft für den Motorsport entwickelt. Habe Rennen angeguckt, meine Lizenz gemacht, bin dann im Langstreckenpokal gefahren auf der Nordschleife, das nicht ganz unerfolgreich. Bin dann relativ zügig in ein Formel-Cockpit gekommen, in der Formel BMW. Bin da gegen Sebastian Vettel und die ganzen anderen Chaoten Rennen gefahren. Und habe mich dann aber entschieden, erst den Berufsweg einzuschlagen, um dann später noch bei Kartrennen unter anderem die AVD Kart Trophy zu gewinnen. Ich finde E-Sport mega und habe das auch schon verfolgt, aber nie so richtig angegangen, dass ich da auch online Rennen gefahren bin und habe das jetzt zum ersten Mal auch über die RCCO gemacht. Und spannend hier finde ich ist einfach, dass jeder das gleiche Material hat. Das heißt, es gibt da keine Nachteile für niemanden und deswegen denke ich, dass das sehr viel Chancengleichheit bietet und damit auch sehr nachhaltigen Sport. Rast ist schon von jeher großer Freund des Simracing. Der Simulator ist heutzutage ein großer Teil unserer Vorbereitung. Wir haben einen bei Audi Sport, einen beim Team Rosberg und ich habe auch selbst einen zu Hause. Normal verbringe ich einen Tag bei Audi und einen bei Rosberg vor einem Rennwochenende, aber wenn ich merke, dass ich noch mehr Runden brauche, benutze ich meinen eigenen Simulator für zusätzliche Prozeduren. Vielleicht auch deshalb gewann Rast am Sonntag auch direkt das Testrennen.